Ja, Charlotte. Du sagtest vorhin, es gibt ein Thema, das du hast, das du mit dir rumschleppst. Todesangst. Kannst du das mal kurz beschreiben? Also es wird ausgelöst oft durch einen Todesfall. Und Von es jemandem, den kann du auch kennst, oder so, kann es auch ein weiterer Bekannter sein? kann auch, also das ist sowas wie fast manchmal, denke ich, wie eine generalisierte Angststörung. Es ist so, dass ich auch, als mein Vater starb, das vorher geahnt habe, genauso bei meiner Großmutter. Bei meiner Großmutter auch. Also ich hatte Ach, du hast es bei. Ahnungen Ja, okay. vorgeahnt. Und ja, und dann kann ich oft nicht unterscheiden, ist das jetzt meine Angst aus der Kindheit, die entstanden ist, oder sind es wirklich auch Ahnungen, dass jemand stirbt oder ich sterbe? Das kann ich nicht auseinanderhalten oft. Und dann ist das so ein bisschen auch in die Richtung von so Krankheitsphobien, also hypochondrisch. Ne? Also das geht alles in diese Richtung. Ich denke, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ja. Das heißt, weil du das nicht auseinanderhalten kannst, wenn es ums Thema Tod geht, es ist entweder eine Vorahnung, ja, oder aber möglicherweise die Vorahnung auf den eigenen Tod und damit kommt dann die Panik. Ja. Und das Ziel unserer Arbeit könnte darin bestehen, dass du beim Thema Tod, dem du ja im Leben wie jeder andere noch öfter begegnen wirst, dass du bei diesem Thema eine ganz normale Trauer verspürst, wenn jemand stirbt, ein wichtiger Mensch, aber nicht bei dem Thema in dieser furchtbaren Panik kommst, die dich so belastet. Sage mal noch kurz bitte, wie beeinträchtigt dich diese Panik? Was macht es, wenn das Thema Tod auftaucht? Wie geht es dir dann? Also Wie kann ich es mir das schränkt vorstellen? mich total ein, also in meiner Lebensfreude. Und dass ich immer mit diesem Gedanken beschäftigt bin, ich versuche das dann durch Übungen in den Griff zu bekommen. Das gelingt teilweise, aber es ist immer wieder da. Wie schränkt dich das ein? Und wie lange? Also es war jetzt nach dem Tod von der Doris, war es bestimmt mit Unterbrechung ein Jahr, Ein wo Jahr. ich immer wieder dran gearbeitet habe. Das war halt, weil diese spirituelle Ebene ja dazu kam. Und als ich starb, dachte ich, ich sterbe aber. Ich darf dich hypnotisieren. Berühren. Doris ist deine spirituelle Lehrerin gewesen. Schau bitte auf meine Hand. Atme tief ein. Tief einatmen, halten. Langsam ausatmen. Schlaf tief entspannt. Und es gibt diese Todesangst in dir. Und ich zähle bis fünf und die Angst taucht auf. Diese Todesangst taucht auf. Eins, sie taucht auf, sie wird immer stärker und stärker. Zwei, stärker und stärker, wie ein Vulkan vor dem Ausbruch. Drei, immer stärker, sie kriecht in dir hoch. Vier, sie erfüllt deinen ganzen Körper, Geist und Seele. Und fünf, da ist die Angst. Du bist allein, es ist in der Nacht. Wo bist du? Du bist in deinem Bett. Wie fühlst du dich da in deinem Bett? Alleine. Alleine. Wie alt bist du in deinem Bett? Vielleicht anderthalb. Anderthalb Jahre und du bist alleine in deinem Bett. Wie fühlst du dich? Ich glaube, ich bin tot. Du bist tot. Okay. Das heißt, wie im Nebel, du befindest dich in der Zeit
zwischen dem Leben, aus dem du geschieden bist, du bist tot, ja, und bevor du in das neue Leben gekommen bist, als Charlotte. Ist das richtig? Wenn ich jetzt bis drei zähle, gehst du in dem Moment des Lebens, in dem du stirbst, diese Situation oder wann immer das Ende dieses deines Lebens ist, sag mir, wie du heißt. Erster Eindruck. Friedrich. Okay, Friedrich. Bei drei bist du am Ende deines Lebens. Kurz bevor du stirbst. Eins, zwei, drei. Wo bist du, was geschieht? Ich breche zusammen. Mhm. An diesem Pult? Ja. Mhm. Okay. Und bevor die Lebensgeister sozusagen aus dir brechen, was denkst du? Hast du damit gerechnet? Mhm. Das hat dich einfach überfallen. Geh noch ein bisschen zurück in der Zeit, bevor du die Atemnot bekommen hast und das Hemd aufgerissen hast. Und geh jetzt in die Situation, falls es eine gab, in der deine Angst noch schlimmer war, in die schlimmste Situation in deinem Leben, als die Todesangst am stärksten war, als es um das Thema Tod ging, jemand gestorben ist, dein Vater. Geh in die Situation, als dein Vater gestorben ist. Du bist auch traurig, nicht wahr? Das ist der Vater, der gegangen ist. Aber versuche mal, irgendwo Angst oder Todesangst zu finden. Das geht nicht, nicht wahr? Und von nun an, wann immer du mit dem Thema Tod konfrontiert wirst, erinnere dich das Thema Tod an dieses tiefe Vertrauen in dir, an deine Verbindung zu der höchsten Quelle, zu diesem Licht. Und du weißt, wer damit gemeint ist. Wann immer du das Thema Tod, mit dem Thema Tod konfrontiert wirst, erinnert es dich bewusst und oder unbewusst an dieses tiefe Vertrauen und an diese Verbindung zu Gott, zu dem Licht. Das heißt, auch der Gedanke an den eigenen Tod ist nicht mehr mit Schrecken verbunden, sondern mit einem Gefühl von Frieden und Vertrauen. Und wenn du die Augen öffnest bei drei, trägst du dieses tiefe Gefühl des Vertrauens in deinem Herzen, diese Liebe in deinem Herzen. Und die Veränderung, die du jetzt erlebt hast, auch energetisch, emotional, nimmst du mit in die physische Realität, in dein jetziges Leben. Was siehst du jetzt, wenn du schaust, im Vergleich zu vorher? Es ist mehr Verbindung da. Es ist mehr Verbindung da. Mhm. Und denke jetzt bitte noch einmal daran, dass die Doris gegangen ist vor einem Jahr. Als du es vorhin kurz deutetest, da hat es dich sehr, sehr bewegt. Und da kam gleich die Angst und das wieder hoch. Und wenn du jetzt dran denkst, wie ist es jetzt? Ist okay. Es ist okay. Es ist wirklich okay, nicht wahr? Und denk bitte noch mal daran, dein Vater ist gestorben. Es ist okay. Und du kannst jetzt einfach, um für dich noch mal zu verifizieren, dass das, was geschehen ist, wirklich real ist. Ja? Real in dieser Welt und real auch hier. Das Thema Tod hat jetzt für dich eine andere Bedeutung. Und du kannst jetzt einfach mal an verschiedene Menschen denken, die irgendwann einmal aus deinem Leben gehen werden, was dann traurig sein wird, ja, und ein und schau, wie du dich jetzt fühlst bei diesem Thema. Ich habe so ein warmes Gefühl im Herzen. Mhm. Okay. Und du weißt, du hast diesen Schatten jetzt hinter dir gelassen. Ja. Und was auch passieren wird,
ist das. Gratuliere zu dem nächsten Schritt.